Moin, heute gucken wir uns den Mod Multipart Machines Farming an. Im Prinzip ist es genau das hier, was wir hier gerade sehen. Es ist ein Multiblock, in dem wir gewisse Farming-Dinge erledigen können. Aber beginnen wir mal am Start. Wir haben erstmal ein paar neue Objekte, die wir craften können. Und zum Anfang sind das erstmal hier drei Fertilizer. Da gibt es einmal den World Fertilizer, den können wir uns aus diesen Komponenten craften. Dann gibt es den Nesa Fertilizer. Dafür benötigen wir dann diese Komponenten. Das sind dann halt auch zum Teil welche, die man nur im Nesa finden kann. Und den Ender Fertilizer, das sind dann Dinge, die wir nur im End finden können. Oder zum Teil nur im End. Das sind erstmal so, kann man sagen, Handwerksmaterialien, aber auch tatsächlich Fertilizer, wie man es vielleicht aus anderen Mods kennt, die das Wachstum so ein bisschen beschleunigen. Als nächstes haben wir die sogenannten Speed Upgrades. Davon gibt es drei Stück, beziehungsweise noch ein viertes, aber das ist eher so die Kreativvariante. Und auch da gibt es einmal das World Speed Upgrade. Das craften wir dann auch mit diesen zwei World Fertilizern und Eisenbarren und einer Uhr. Dann gibt es das Nesa Speed Upgrade. Dafür benötigen wir dann die beiden Nesa Fertilizer, die wir uns vorhin quasi gecraftet haben. Zwei Seelenerde und das World Speed Upgrade. Das heißt also, die erste Version des Speed Upgrades ist eigentlich das World Speed Upgrade. Naja, und dann das Ender Speed Upgrade. Man kann sich's fast denken. Da brauchen wir natürlich die Ender Fertilizer. Wir brauchen Endstein und dann den Nesa Speed Upgrade. Oder das Nesa Speed Upgrade. Das Kreativ-Speed-Upgrade, das können wir uns natürlich nicht craften, das ist dann eher für die Kreativ-Spielmodi. Das heißt also, wenn man was gucken möchte oder wenn man halt einfach cheaten möchte. Das nächste, was wir benötigen, ist der sogenannte Farm-Crafter. Das ist natürlich dann unsere Werkbank. Heißt also, wir müssen ja irgendwie mit diesen neuen Handwerksmaterialien auch craften können. Da hat sich der Mod-Entwickler eine ziemlich coole Sache einfallen lassen, und zwar eine komplett neue Werkbank, kann man sagen. Die aber natürlich nur für die neuen Gegenstände oder Multiblöcke genutzt werden können. Craften können wir den so, ganz standardmäßig. Wir haben drei Eisenbarren, wir haben ein bisschen Eichenholzbretter, eine Werkbank und eine Truhe. Den setzen wir dann irgendwo hin. Und mit dem Rechtsklick haben wir hier so eine kleine Werkbank. Das Coole hier dran ist, ihr könnt hier auf das Fragezeichen klicken und dann seht ihr schon direkt alle Rezepte, die möglich sind. Hier gibt es so einen Pfeil nach rechts und hier kann man dann die letzten vier Rezepte noch sehen. Das heißt also, genau in der Reihenfolge müssen wir die Sachen auch hier einlegen. Wenn wir also jetzt mal ein Beispiel craften würden, packe ich mal Weizen rein, Eichenholzbretter, Eichenstamm und den World Fertilizer. Und schon hat er das quasi aufgebraucht. Hier ist eine Sache ganz wichtig, was wir jetzt schon gesehen haben. Er verbraucht alles, was möglich ist. Das heißt, hier muss er entweder schnell reagieren und die Sachen vorher rausnehmen, also die Rezepte hier vorher rausnehmen, oder von vornherein nur so viel reinlegen, wie ihr auch craften wollt. Das ist ganz wichtig, weil sonst, wie ihr hier seht, all eure Handwerksmaterialien weg und ihr habt jetzt vier Weizenfarmen. Gut, vielleicht wollt ihr das ja auch, aber es ist halt wichtig zu wissen. Das nächste, was wir uns craften könnten, wäre jetzt dann auch unter dem ähnlichen Rezept eine Karottenfarm. Und wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, eine Kartoffelfarm zu craften. Dazu gibt es natürlich noch viele andere, aber wir bauen die drei jetzt einfach mal auf. Hier ist wichtig, achtet darauf, wie wir hier schon sehen, dass der Platz wirklich frei ist. Sonst springt er so wieder, wie man es hier jetzt gesehen hat, einfach weg und das Item fliegt einfach auf die Erde. Ist jetzt nicht so schlimm, deswegen immer darauf achten, dass der Bereich wirklich frei ist. Ihr könnt auch direkt nebeneinander bauen, das ist auch kein Problem. Übrigens, wenn ein Loch drunter ist, ist das kein Problem, wie man hier sieht, aber es darf halt nichts auf der Ebene sein, wo ihr bauen wollt. Naja, und dann sieht das so aus. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber wir haben hier jetzt auch noch ein GUI, was wir uns angucken. Das GUI ist eigentlich immer ähnlich. Heißt also, wir haben jetzt in diesem Fall zum Beispiel immer zwei Outputs. Das liegt aber auch nur daran, weil zum Beispiel eine Karotte oder eine Karottenfarm ein Output gibt. Also ihr kriegt da Karotten raus und das war's. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel eine Oak Tree Farm bauen, dann sehen wir schon, hier haben wir jetzt vier Slots drin, weil wir können ja unter Umständen auch Setzlinge rauskriegen. Wir können Eichenlaub rauskriegen, okay, in dem Fall Oaklaub. Und ähnliches. Wenn ihr euch aber mal unsicher seid, was kann da jetzt rauskommen, haben wir auch eine Möglichkeit. Und zwar klickt ihr dann hier oben auf das Fragezeichen. Und hier könnt ihr jetzt sehen, anhand der Basis, was ihr rauskriegen könnt. Die Basis ist in dem Fall hier Seeds. Das heißt also, wir haben Karotten-Seeds, wir haben Kartoffel- und auch Weizen-Seeds. Das heißt, jetzt zeigt euch alles mit der Basis an Seeds. Und sowas wie Melonen, Kürbisse oder auch Nesawarzen zählt zu Seeds. Deswegen hier seht ihr immer genau, was rauskommt. In dem Fall zum Beispiel Kartoffeln. Könnten euch Kartoffeln oder auch giftige Kartoffeln geben. Naja, und in dem Fall von dem Baum haben wir jetzt natürlich dann die Setzlinge. Und das heißt also, wir haben jetzt Eichenstamm, wir haben Schwarzeichenstamm, wir haben aber auch Chorusfrucht oder halt Dinge aus dem Nesa. Und dementsprechend haben wir hier jetzt auch vier Slots, weil beispielsweise ein Eichenbaum kann es Eichenstamm geben, Eichenlaub, Eichensetzling, aber auch ein Apfel. Das heißt also, maximal sind hier vier Slots möglich, in dem, ich sag mal, in der Basis der Setzlinge. Und deswegen haben wir auch vier Slots immer frei.
Heißt also, der Bamboo Tree Farm beispielsweise gibt uns immer nur einen Bambus raus, hat aber trotzdem 4 Slots. So, jetzt wollen wir natürlich noch die Upgrades einsetzen. Also es gibt 3 Möglichkeiten. Zum einen natürlich eine Info. Die jeweiligen Fertilizer oder auch die Speed Upgrades funktionieren nur mit den jeweiligen Basen. Das heißt also, eine Ender Speed Upgrade ist natürlich auch sinnvoll für Ender Farmen. Also Dinge, die ihr im End findet, beispielsweise die Chorus Farm. Ein nächster Speed Upgrade oder auch ein nächster Fertilizer ist dann natürlich sinnvoll für Dinge, die ihr im Nesa findet. Beispielsweise in Crimson Tree Farm. Ich denke, das Prinzip ist nachvollziehbar. Nesa Warzen Farm wäre jetzt bei den Seeds dann das Gegenstück für die Nesa Fertilizer oder Nesa Speed Upgrade. Wie nutzen wir das jetzt? Das ist ganz einfach im Prinzip. Man sieht es hier schon optisch. Wir können jetzt 3 Möglichkeiten nutzen. Einmal, wir tun gar kein Upgrade rein. Wie ihr hier schon sehen könnt, es hat mir jetzt 2 Weizen generiert. Hier haben wir auch schon 2 Kartoffeln und hier war 2 Karotten. Das heißt also, das erste Upgrade ist einfach das Standardding, ihr tut gar nichts rein. Das zweite Upgrade ist dann, dass ihr den Fertilizer reintut, das funktioniert nämlich auch. Dann habt ihr eine minimale erhöhte Geschwindigkeit. Und das Beste, was ich euch natürlich empfehlen würde, ist, ihr tut das Speed Upgrade rein. Und mit dem Speed Upgrade habt ihr dann eine stärker erhöhte Wachstumsbeschleunigung. Ja, und das Kreativ-Upgrade ist natürlich dann wirklich kreativ. Hier kriegt ihr in quasi Sekundentakt eure Ressourcen raus, aber das könnt ihr ja nicht craften, das ist nur für die Kreativversion. Hier noch ein ganz wichtiger Hinweis, zum jetzigen Zeitpunkt, also quasi 1.6.2023, wann auch immer ich das Video hochlade, könnt ihr leider diese Multiblöcke nicht mit Modded Seeds oder Modded Setzlingen irgendwie verknüpfen. Ihr habt in den Konfigurationsdateien viele Möglichkeiten der Einstellungen, aber es ist leider gerade nicht für andere Mods kompatibel. Das ist schade, dementsprechend auch nicht mit Kabelsystemen, aber vielleicht kommt das ja noch. Und ich finde den Mod eigentlich ziemlich cool, ist auch einer der neueren Mods. Denn das Release-Datum war der 29. Mai, also quasi vor 2 Tagen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich finde es einfach ganz cool. Wie gesagt, optisch sieht das auch ziemlich geil aus. Und ich hoffe, dass da in Zukunft auch Mod-Kompatibilität gegeben wird. Ja, gut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über ein Like und Abo sehr freuen. Und wenn Fragen sind, stellt die natürlich in die Kommentare. Und ansonsten würden wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin.